Wir befinden uns da in einem dichten Wald im Surmdal bei der Choralm in der Nähe und da hat früher einmal das Bollmandl gewohnt. Das Bollmandl war uralt. Wenn man es gerufen hat und gefragt hat, ob es einem helfen kann, dann hat es sicher nicht nachgesagt und hat gern geholfen. Natürlich ist das Bollmandl auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen und hat sich für seine Hilfe immer eine Gegenleistung verlangt. So auch in unserer Geschichte. Es war einmal vor langer, langer Zeit, was gestern oder was heute, da war einmal ein Schindelmacher mit dem Holzknecht unterwegs. Und die zwei wollten das beste Holz für ihre Schindeln aussuchen. Sie sind fast jeden Baum in der Gegend abgegangen und haben die Bäume abgeklopft, da und da drüben, sind ein Stück weitergegangen, sind ein Stück zurückgegangen. Sie haben geschaut, dass sie für ihre Schindeln einfach das beste Holz finden und welches Holz sie dafür schlägern können. Und weil sie halt nicht so ganz sicher waren, welches Holz da in der Gegend am besten ist, haben sie halt beschlossen, das Bollmandl zu rufen. So haben sie gerufen. Bollmandl, willst du einen Speck und einen Schluck Schnaps? Hat er gefragt, der Schindelmacher. Und es hat gar nicht lang gedauert, da ist der kleine Waldgeist schon gekommen. Ja, freilich, antwortete der kleine Waldgeist. Also haben sie sich alle drei zusammengesetzt zu jausen und als Dankeschön hat das Bollmandl, wie versprochen, dem Schindelmacher und dem Holzknecht verraten, was hier im Wald das beste Holz gibt. Und somit haben die zwei gleich angefangen mit ihrer Arbeit und haben das Holz geschlägert, was sie halt braucht haben, bis tief in die Nacht hinein. Und als sie gemerkt haben, dass finster wird, haben sie beschlossen, gleich im Wald zu übernachten und am nächsten Tag weiterzuarbeiten. So haben sie die zwei hingelegt. Sie haben einen alten Kohlensack ausgeholt, den sie dann als Schlafsack verwendet haben und sind zu zweit unter den einen Sack eingekrochen. Jetzt hat man von den zwei Herren nur mehr die Köpfe gesehen und jeder hat anschließend auch noch seinen Hut übers Gesicht gelegt, damit der Mond beim Schlafen nicht gestört hat. Die zwei haben also fest pfiffen, da ist in der Nacht das Bollmandl zurückgekommen. Und weil der Speck so gut war, hat sie gedacht, vielleicht kriegst du noch ein Stickerl. Aber was das Bollmandl da gefunden hat, waren jetzt die zwei Waldarbeiter, sondern nur das Werkzeug, das im Mondlicht blinkt hat. Und daneben ist ein merkwürdiges Viech gelegen. Das Viech hat keine Füße gehabt, dafür zwei Köpfe. Und jeder hat anstatt ein Gesicht einen Hut gehabt. Und wie das Viech geschnarcht hat, fürchterlich geschnarcht. Da war das Bollmandl ganz erschrocken und hat gesagt, mein Gott, jetzt bin ich schon so alt. Neunmal bin ich sicher schon in den Wald gewesen. Aber so ein Viech wie das, das habe ich noch nie gesehen. Das hat es dir noch nie gegeben. Ja, da ist das Bollmandl davongelaufen und seitdem hat man es nie mehr wieder gesehen. Aber jetzt, 2021, besteht die Möglichkeit, dass es vielleicht wieder zurückkommt, wenn ganz viele Menschen den schönsten Platz Österreichs in dem Jahr anschauen gehen. Wir dürfen gespannt sein. Hier sehen wir die Strutzmühle. Diese Mühle ist aus einem uralten Holz erbaut, das wahrscheinlich von unserem Schindelmacher und seinem Holzknecht dank des Bollmandls entdeckt worden ist. Und wer die Mühle erbaut hat, das erfahren wir jetzt. Aber es ist wahr nicht, um was ist. Nein, also sie haben da wirklich ein Kulturgut hinterlassen. Ja, das habe ich gebaut, da war nichts da. Ne? Nein, das haben sie aus mehreren Mühlen zusammentragen, soweit das war. Den ersten ja, Platz, den haben sie sich mehr als nur verdient, gell? Das hätte ich selber nicht geglaubt, ne? Hätte ich nicht gedacht gehabt, ne? Ja. Ja. Boah. Und haben sie das alles aus der Umgebung oder ja, sind sie weiter? Alles von unserer Gemeinde. Boah. Nur das Getriebe, das ist von anderen Gemeinde, gell? Von Wernersdorf, ne? Ja. Hat eine Bohle in der Mühle, gell? Ja, nächstes Jahr, da können sie sich dann eh rüsten, gell? Boah, wenn da die Wanderzeit wieder losgeht. Es wird so viel werden, dass man das nicht mehr mengt. Und das schafft, ne? Das ist ja schon groß, ja, man kann ja werden, ne? Ja, Mozi. Wie heißt denn das Mozerl? Ja, Mozi. Sind der Mozi einfach. Müllenmozi. Müllenmozi ist da, haben wir drei. Drei, klar. Ja, also mit Mäuse gibt es da kein Problem. Mäuse haben wir keine mehr. Nein. Wenn dann schon Maus fangen, dann umher.
Im Rutzeler, ja. Nein, jetzt haben wir gedacht, so voll kurz vor Weihnachten. Ja, freilich. Ist noch ein bisschen ruhig. Kann ich mir das mal anschauen in aller Ruhe. Freilich. Weil meine Idee wäre, eine Planung vom Wasserfall drüben, da herzumachen. Ich habe nur eine Mühle präsentiert. Ne? Die Mühle können Sie sich gerne anschauen. Ne? Da verlangen eintreten. Ne? Ja. Und die Geschichte hat sich gespitzt. Ne? Und da kann ich ein bisschen trinken und drei Kühlschränke stellen. Mutzi, komm her. Mutzi, komm her. Nichts zu raten, bleibst jetzt bei mir, gell? Ja. Bei dem bist du immer. Ja, na schön, super. Und du bist von Graz rausgefahren, ne? Ich bin jetzt von Graz rausgefahren, ja, weil ein bisschen recherchiert, was man halt so an Führungen, an alten Brauch, was es gibt. Und mir ist aufgefallen, dass es Jahrhunderte lang den Weingartenhüter gegeben hat. Ja. Berg oben, der geschaut hat, dass ja keiner die Trauben fladert. Ja. Und wissen Sie, man kommt aus der Weingegend. Ja, da sind wir also bei der Stutzmühle zu Weihnachten. Und so wie der Schnee und Corona weg ist, dann geht's los. Dann kommen ein Haufen Leute daher. Der Mühlenbeter ist beschäftigt mit den Vorbereitungen. Schaut, dass dann alles läuft, wenn der große Ansturm kommt. Wenn man der Gewinner vom schönsten Platz Österreichs ist, kann man sich natürlich vorstellen, wie viel da los sein wird. Man braucht bitte nur an den grünen See zu denken. Ja, und was noch spannend ist, was man auch nicht so weiß, wenn man da die Mühle anschauen geht und ein bisschen wandern geht, erwartet dann auch ein Drei-Hauben-Lokal hier. Und da gibt es beste Fische, die frisch aus dem Teich selber gefischt werden können, ausgenommen werden. Und dann haut es der Peter auf den Grill und dann, wenn sie ausgeplotzelt, Mahlzeit!